Kira, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Mass Effect 3. Wir versuchen jetzt mit Miranda Kontakt aufzunehmen, die Neuigkeiten über ihre Schwester hat. Wie hieß ihre Schwester nochmal? Ich habe hier ein furchtbares Namensgedächtnis. Ich komme nicht drauf. Ja, jetzt können wir nämlich hier neben das Nachrichtenterminal benutzen. Wir schauen erstmal nach dem Spectre-Terminal. Medizinische Vorräte, die ursprünglich für besetzte Gebiete gedacht waren, wurden zur Citadel umgeleitet, weil die Reaper-Invasion die Auslieferung unmöglich gemacht hat. Die Vorräte stehen derzeit in den Docks unter Verschluss, können aber mit einem Spectre-Befehl dem Huerta-Krankenhaus übergeben werden. Na eigentlich, wieso machen sie das nicht gleich? Wieso muss das ein Spectre autorisieren? Wir lassen einfach medizinische Vorräte irgendwo rumstehen. Pff, na gut. Aufenthaltsort von Din Korlak. Der aktuelle Aufenthaltsort von Botschafter Din Korlak ist unbekannt. Die biometrische Analyse ortet ihn im Moment an keinem öffentlichen Ort. Seine letzte bekannte Position war sein Büro in dem Bereich in der Nähe der Menschenbotschaft. Das klingt komisch. Din Korlak haben wir im ersten Teil kennengelernt. Das war der miesepetrige Volus-Botschafter. Ja, hier gibt es nichts Neues. Die sind noch viel zu teuer. Dann benutzen wir jetzt einfach mal das Nachrichtenterminal. Schön, dass Sie okay sind, Shepard. Miranda, was ist los? Ein Treffen war nicht möglich. Die Citadel ist im Moment zu gefährlich. Ich habe von dem Putschversuch gehört. Ja, Udina hätte mit Kai Leng fast die Macht an sich gerissen. Kai Leng? Der schmierige Mistkerl lebt noch? Er lebt und steckt mittendrin in dieser Sache. Das verkompliziert die Lage. Ich werde vorsichtig sein. Also, ich habe nicht viel Zeit. Aber ich weiß, was mit meiner Schwester ist. Wo ist sie? Das weiß ich noch nicht, aber mein Vater war definitiv dafür verantwortlich. Wenn er ihr etwas angetan hat, bringe ich ihn um. Miranda. Shepard, hören Sie zu. Ich werde von Cerberus-Attentätern gejagt. Es sind viele. Ich muss mich bedeckt halten. Was? Warum? Es gibt ein Gerücht. Vielleicht ist es mehr, dass mein Vater für den Unbekannten arbeitet. Sicher was Großes. Warum sollte Ihr Vater für den Unbekannten arbeiten? Vor allem jetzt? Mein Vater will unbedingt sein Vermächtnis bewahren. Vermächtnis? Er will in die Geschichte eingehen, damit seine Dynastie einen Platz in der Ewigkeit hat. Und der Unbekannte hat ihm ein Angebot gemacht? Ganz genau. Was immer mit Ihrem Vater vorgeht, es ist nichts Gutes. Wir müssen das aufklären. Ja, sicher, aber ich muss das selbst erledigen und aufhören, vor meinem Vater davonzulaufen. Sind Sie sicher? Ja, ich kann erst wieder klar denken, wenn Ori sicher ist. Seien Sie vorsichtig. Das kann ich nicht versprechen. Könnten Sie's? Nein, könnte ich nicht. Orianna hieß sie, genau. Also, ihr Vater soll jetzt auch noch mit dem Unbekannten zusammenarbeiten. Das wäre natürlich ein dolles Ding, aber nicht ganz überraschend, finde ich. Miranda ist ja sowieso so ein bisschen fremdgesteuert durch erst ihren Vater und dann den Unbekannten. Also wieso sollten die beiden nicht auch zusammenarbeiten? Okay, es bleiben jetzt noch die Docks und der Wartebereich. Schauen wir uns mal an. Wir hier noch irgendwie was. Hier. Doch ja, da steht, glaube ich, Lieutenant Cortez. Sind Sie okay? Ich habe hier gestanden und dieses Ding gehalten. Ich weiß nicht wie lang. Er bleibt immer ein Teil von mir. Niemand kann Ihnen Ihre Vergangenheit nehmen. Ich liebe dich, aber ich kenne dich. Du musst loslassen, versprich's mir, Steve. Leb wohl, Robert. Ups. Schön, dass Sie da sind. Hoppla. Ich brauche noch ein paar Augenblicke allein.
Ich weiß aber auch nicht, was, ob das so gut gewesen wäre. Nicht, dass wir hier irgendeine Romanze lostreten, die wir eigentlich gar nicht lostreten wollen. Deswegen sind wir mal, weil Shepard ist ja, der macht ja nur eine falsche Handbewegung und schon hat man irgendwie jeden hier an der Backe. Will jeder sofort mit einem in die Kiste hüpfen. Sonst gibt's hier nichts mehr, oder? Ne, hier auch nicht. Vorne vielleicht nochmal. Ich erkenne Sie. Sie sind Commander Shepard. Und Sie müssen Taktis sein, der als Anführer der Flüchtlinge gilt. Ja, jemand muss ja für etwas Ordnung sorgen. C-Sicherheit hat den Zugang zur Citadel eingeschränkt. Und viele Verzweifelte können nirgendwo mehr hin. Und medizinische Vorräte brauchen Sie auch. Dr. Chakwas erwähnte einen für alle sinnvollen Handel. Ich war bewusst deutlich. Die Allianz ist meistens ziemlich egoistisch. Vertrauen ist in diesen Zeiten selten geworden. Ich weiß, Sie brauchen unsere Militärvorräte, aber die sind viel wertvoller als Ihre medizinischen. Ihr Angebot war nicht ausreichend. Ihre Leute brauchen unsere Vorräte und meine Leute brauchen Ihre für den Kampf, um wenigstens einen kleinen Vorteil zu haben. Unsere Mission rettet vielleicht alle. Sie sollten nicht kleinlich oder misstrauisch sein. Im Alltagsstress vergisst man leicht, dass wir das alles gemeinsam durchmachen. Meine Leute kontaktieren Sie. Sie bekommen die Vorräte so schnell wie möglich. Ich glaube, was mir gerade einfällt, dass ich tatsächlich eine Sache schon verkackt habe. Und zwar eigentlich müsste Kelly Chambers, die wir im zweiten Teil ja gerettet haben, die hätte eigentlich uns hier auch treffen sollen. Aber ich glaube, die muss man treffen, bevor Cerberus die Citadel angreift. Wenn man sie nicht vorher trifft, dann tötet Cerberus Kelly tatsächlich auf der Citadel. Das haben wir aber jetzt verpasst. Deswegen ist die nicht da. Die hat nämlich noch unsere Fische. Die gibt uns die nämlich. Die paar, die wir gerettet haben. Guck mal hier, James. James? Commander, was führt Sie hier runter? Das wollte ich Sie gerade fragen. Naja, nach unserer Unterhaltung. Ich habe beschlossen, dem N7-Programm beizutreten. Und das feiern Sie mit einer Tätowierung? Ja, so ungefähr. Wissen Sie, es gibt im Moment ja keinen offiziellen Kanal. Also mache ich es auf diesem Weg offiziell. Eigentlich bin ich ja nur ein N7-Rekrut. Aber mit Ihnen als Ausbilder kann ich gar nicht scheitern, richtig? Sehr schmeichelhaft. Aber ich bilde Sie doch gar nicht aus. Nicht offiziell. Aber was zählt das schon in diesem Scheißkrieg? Ich meine ja nur, Sie sind mein direkter Vorgesetzter und Sie gehören zur N7. Also sind Sie mein Vorbild. Und wissen Sie, ich nehme von Ihnen jeden Rat an. Wirklich? Sicher, wenn er gut ist. Man würde Sie nicht fragen, wenn man Sie nicht für fähig hielte. Hoffen wir es. Jetzt beginnt die richtige Arbeit. In Ordnung. Ich weiß, ich wirke nicht besonders ernsthaft, aber wenn ich etwas beschließe, dann richtig. Offensichtlich. Hey, ich werde Sie nicht enttäuschen. Sie müssen nur einer Person was beweisen, nämlich der, die Sie morgens im Spiegel sehen. Da haben Sie recht. Das wird ein paar Tage wehtun. Sind Sie überhaupt dienstfähig? Ich reiß mich nicht darum, meine Panzerung anzulegen. Aber dienstfähig bin ich immer. Das hört man gern. Ah, Vorsicht! Ja, also er lässt sich jetzt irgendwie das N7-Logo oder was das auch immer ist, tätowieren. Soll er ruhig machen. Sein gutes Recht. Ja, es fehlt jetzt, glaube ich, eigentlich nur noch Garrus, der sich mit uns treffen wollte. Ja, da steht er auch schon. Schön, dass Sie da sind, Shepard. Was haben Sie geplant? Etwas ohne einen Kampf gegen Reaper. Die Bar haben Sie noch nicht erobert. Hab ich schon erkundet. Aber wenn das schon mein letzter Tag ist, würde ich mich danach auch gern daran erinnern. Und? Ich hatte eine Idee.
Wohin gehen wir? An einen verbotenen Ort. Manches ändert sich nie, oder? Gibt es etwas, das Sie vor Ihrem Tod unbedingt noch tun wollen, Shepard? Bin zu sehr mit Leben beschäftigt. Und Sie? Während meiner ganzen Zeit bei C-Sicherheit hatte ich immer einen Wunsch. Einmal rauf ins Präsidium gehen. Ich hab's aber nie gemacht. 137 Regeln haben es mir verboten. Haben Sie sie geändert? Nein. Heute sind sie mir einfach egal. Es ist an der Zeit, mal was richtig Dummes zu tun. Vielleicht ist es unsere letzte Chance. Etwas belebter, als ich dachte. Wollen wir in den Pool springen? Schwimmende Turianer sind wirklich kein schöner Anblick. Strampeln und Spritzen, unterbrochen von spontanem Ertrinken. Stimmt, ich müsste ihnen nur wieder den Arsch retten. Zum Ausgleich für die vielen Male, wo ich ihren gerettet habe. Noveria, Pharos, Ilos. Es war schon ein Wahnsinnstrip, oder Shepard? In Zeiten wie diesen erkennt man seine wahren Freunde. Es sind nicht die, die ständig nach einem Fluchtweg suchen. Es sind die, die in den schlimmsten Momenten an deiner Seite sind und dich niemals aufgeben. Ich bin wirklich froh, dass ich so jemanden kenne. Ja, ich auch. Sie bitten jetzt aber nicht um eine Hand, oder? Bevor wir zurückgehen, müssen wir noch eine Sache ein für alle Mal klären. Ich sag nicht, dass Sie nicht mit einer Waffe umgehen können. Aber manche können damit tanzen. Finden wir raus, wer wirklich der bessere Schütze ist. Die meisten, die mich in der Galaxie in Action gesehen haben, wirkten durchaus beeindruckt, Garrus. Aber ich habe sie tanzen sehen, Shepard. Kein Kommentar. Ha, Vakarian, Sie werden verlieren. Und keine Sorge. Ich habe Übungskugeln geladen, falls Sie daneben schießen. Das war einfach. Und sollte nur Ihr Selbstvertrauen stärken. Große Distanz? Darin bin ich Experte. Das schafft kein Lebewesen, nicht mal Shepard. Geben Sie mir was Schweres. Ich sagte was Schweres. Zur Seite. Ja, man kann jetzt absichtlich daneben schießen oder eben das Ziel treffen. Ich kenne sehr wenige, die hier nicht absichtlich daneben schießen. Und los! Ich bin Garrus Vakarian und das ist jetzt mein Lieblingsort auf der Citadel. Ziemlich windig hier. Ich werde ein Denkmal aufstellen und die Waffe vergolden, damit die Galaxie weiß, dass Sie der König der Flaschenschützen sind. Gut, dass Sie da sind. Man weiß nie, wann die Flaschen revoltieren. Eine der gelungensten Gefährten Abstecher auf die Citadel, wie ich finde. Ist auch eine sehr, sehr schöne Szene, wenn man eine Romanze mit Garrus als weiblicher Shepard eingegangen ist. Und wie gesagt, ich kenne eigentlich fast niemanden, der hier nicht daneben schießt, absichtlich. Bla. Sonst sind wir jetzt, glaube ich, hier erstmal fertig. Dann gehen wir doch mal zurück zu Normandy. Ja. Chuck, was? Das spare ich mir jetzt. Die will nur sagen, dass wir es gut gemacht haben mit diesen Medikamenten, mit diesem Medikamententausch. Das können wir auch später noch machen. Ich denke, wir reden jetzt endlich mit den Quarianern, die ganze Zeit irgendwie von der Bildfläche verschwunden waren, seit die Reaper angegriffen haben. Und jetzt auf einmal haben sie doch Kontakt mit uns aufgenommen. So, dann, was haben wir denn hier eigentlich noch?
Ah ja, aber doch, ach, wenn wir die Citadel... Wieso fliegst du jetzt nicht? Egal, gut. Dann mache ich das einfach später. Da ist zumindest ein Abgesandtenschiff. Also die Flotte haben wir immer noch nicht entdeckt, aber sie haben immerhin ein Schiff geschickt. Diese Diplomatenfregatte ist mit keinem anderen quarianischen Schiff vergleichbar. Ihre Hülle hat eine vergleichsweise niedrige Temperatur und sie scheint wärmeähnlich abzuleiten wie die Normandy, wenn sie aus dem Tarnmodus kommt. Wie die Quarianer dieses topmoderne Schiff entwickeln konnten, ist unbekannt, aber seine Funkfrequenzen sind offen und es sendet Willkommensnachrichten an die Normandy. Commander Shepard, schön Sie wiederzusehen. Ich wünschte nur, die Umstände wären angenehmer. Ich hatte auf Ihre Unterstützung gegen die Reaper gehofft. Was geht hier vor? Vor 17 Tagen haben die Quarianer mit Angriffen auf 4 Gas-Systeme den Krieg zur Rückeroberung begonnen. Eine klare Verletzung unseres Abkommens mit dem Rat zur Vermeidung einer Provokation der Geth. Eine Vertragsverletzung ist nichts verglichen mit der Inbesitznahme unserer Heimatwelt und Top-KI-Technologie. Jawohl, wir werden von Reapern angegriffen und die Quarianer fangen gleichzeitig noch einen Krieg mit den Geth an. Toll. Toller Zeitpunkt. Ihre Heimatwelt? Sie meinen Runoch? Genau, Commander. Vor 300 Jahren haben wir unsere Welt an unsere eigenen KI-Schöpfungen, die Geth, verloren. Nachdem wir versucht hatten, sie zu töten. Wir wollten sie nicht töten, Corys. Wir wollten sie deaktivieren. Es war kein Mord. Doch, es war Mord. Commander, die Quarianer hatten niemals vor, eine echte KI zu erschaffen. Es war ein Missgeschick. Dass sie dadurch korrigieren wollten, dass sie umbringen. Ach, würden wir zugeben, dass wir im Irrtum waren, wäre dieser verrückte Invasionsplan nicht länger gerechtfertigt. Sie greifen die Geth an? Schon wieder? Und diesmal bedeutet es vielleicht das Ende für unser Volk. Wir hatten die Geth schon zurück im Heimatsystem, als plötzlich dieses Signal an alle Geth-Schiffe ging. Die Reaper. Unter der Kontrolle der Reaper sind die Geths deutlich effektiver. Unsere Flotte ist im Heimatsystem festgenagelt. Wenn wir siegen wollen... Siegen? Sie wollten die zivilen Schiffe, Admiral Garrel. Wir müssen uns zurückziehen, sonst verlieren wir die Lebensschiffe. Woher kommt das Signal? Von hier, einem Schlachtschiff der Geth. Es ist allem überlegen, was wir haben und hat eine starke Verteidigung. Das Tarnsystem der Normandy kann uns unentdeckt hinbringen. Ich gehe an Bord und deaktiviere ihr Befehlssignal. Ja, das Abschalten des Signals müsste die Geth komplett ins Chaos stürzen. Und wenn die verwirrt sind, fliegen sie zu einem Massenportal und ziehen ab. Gut, unsere zivilen Schiffe haben schon zu viele Kämpfe miterlebt. Sind Sie sicher, dass Sie das Signal deaktivieren können? Wir bringen Sie hier sicher raus, Admiral. Unser neuester Admiral hat uns freiwillig sein technisches Fachwissen angeboten. Shepard. Tali. Admirals, ich stelle ein Team für die Schlachtschiffaktion zusammen. Danke, Commander. Admiral. Das ist nur eine Formalität. Ich bin eine Geth-Expertin. Das sind Sie. Es freut mich, dass Sie hier sind. Warum haben Sie nichts gesagt? Ich hätte geholfen. Danke, aber ich wusste, dass Sie genug eigene Probleme haben. Tut mir leid wegen der Erde. Wir haben die größte Flotte der Galaxie. Wenn Sie uns helfen, greifen wir die Reaper mit allem an, was wir haben. Oder was davon nach diesem dämlichen Krieg noch übrig ist. Sie unterstützen die Invasion nicht? Nein, nach dem Gespräch mit Legion glaubte ich, dass es vielleicht doch eine Chance auf Frieden gibt. Wieso helfen Sie ihnen? Ich bin ein Admiral. Die Leute wollen Führung von mir. Öffentliche Uneinigkeit würde die Flotte spalten. Und was ist mit uns? Spaltet unser Zusammensein die Flotte auch? Nein, das heißt, vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber in diesem Augenblick liegen zivile Schiffe unter Feuer. Können wir es nicht verheimlichen? Zumindest vor den Admirals? Aber natürlich, Miss Was Normandy. Danke. Wenn Sie ein privates Gespräch wünschen, können Sie mich ja in Ihre Kabine einladen. Das könnte ich wohl.
Und für die Akten. Es ist die Sache immer noch wert. Ja, Tali ist zurück an Bord der Normandy als weiterer Admiral der Quarianer. Sie ist also ganz schön aufgestiegen. Und wenn wir damals die Mission mit ihr nicht positiv beendet hätten, also sie von der quarianischen Flotte vertrieben worden wäre, dann wäre sie jetzt sozusagen nur als Expertin für die Geth, wäre sie zurückgerufen worden, in die Flotte, und die hätten alle gesagt, naja, es war ein Fehler, sie zu verbannen. Gut, wie es weitergeht, das schauen wir uns aber erst im nächsten Part an. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt, und hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao.